Ich bin Jessica von Yummy Travel und ich habe seit 6 Jahren einen kulinarischen Reiseblog, auf dem ich leckere Gerichte mit meinen Reisen vereine. Als ich hier angekommen bin heute Morgen, war ich ganz überrascht, wie grün es hier eigentlich ist. So einen Weitblick habe ich bei mir in meiner Heimat nicht und die schönen Weinberge habe ich schon aus der Ferne gesehen und war sofort total begeistert. Hallo. Herzlich willkommen im Hotel Donnekalb. Wir wünschen dir eine schöne Zeit. Ein Werbespruch, den ich für die Region dichten würde, wäre einfach erholen und abschalten, denn Entschleunigung wird hier auf jeden Fall groß geschrieben. Der erste Stopp war der Obsthof Müller. Hallo. Wo wir einen kleinen Rundgang über die Plantage gemacht haben durch die wunderschönen Apfelbäume. Ein guter Apfel, ganz klar. Der hat Farbe, der ist saftig, der schmeckt wunderbar. Wir haben anschließend zusammen heute Aprikosenmarmelade hergestellt. Also bei uns kommt wirklich nur Frucht, Zucker und Pektin in die Marmelade und nichts weiter. Ganz viel Liebe. Fertig ist unser Aprikosenfruchtaufstrich vom Obsthof Müller. Nach dem Obsthof ging es direkt weiter. Auge in Auge mit Straußen habe ich ein Straußenei gesucht und danach leckeren Eierlikör vom Straußenei gekocht. Unsere Strauße, die sind ja ein bisschen eigenwillig. Man kann sie nicht einfach so halten. Man muss schon etwas anbieten, den Tieren eine gewisse Größe an Fläche und auch ein besonderes Futter, dass die mehr oder weniger hier die Eier für uns produzieren, die Eier, die wir dann brauchen für den Eierlikör. Ich muss gestehen, ich war auch vorher gar nicht der große Eierlikör-Trinker, deswegen hat mich der Straußeneilikör noch mehr überrascht. Dann den Eierlikör nur einmal kurz erwärmen, prima Sprit dran und dann abfüllen. Zum Wohl! Zum Wohl! Prost! Mmh. Super cremig. Vielen Dank! Was Leckeres mitgebracht, was machen wir denn daraus? Ich habe mich sehr gefreut, in der Küche vom Hotel Sonnekalb selber den Kochlöffel schwingen zu dürfen. Und ich habe mit dem Koch 2 kleine leckere Desserts kreiert. Zum ersten war das ein gefüllter Windbeutel, in dem wir die Sahne mit dem Aprikosenaufstrich versetzt haben. Die zweite Dessert-Variation, die wir gemacht haben, war ein Eierkuchen gefüllt mit einer Straußenei-Eierlikör-Creme. Probieren wir mal. Also ich würde noch ein bisschen mehr Eierlikör rantun. Das sieht aber sehr lecker aus, das probiere ich jetzt mal. Lecker. Ich bin selber ein Handmacher, ich packe Dinge gerne an und ich bin in der Küche gerne aktiv und deswegen habe ich den kulinarischen Aspekt hier meines Selbstmachertrips sehr genossen und habe mich von Anfang an darauf gefreut und meine Erwartungen wurden vollstens erfüllt.